Der Landkreis Lindau am Bodensee. Hier leben 82.000 Menschen. Benötigt einer von ihnen schnelle medizinische Hilfe, sind Desiree Cindric und Aaron Wild vom Bayerischen Roten Kreuz zur Stelle. Der erste Notruf des Tages um 10.45 Uhr. Radsturz. Verkehrsunfall, also ein Radsturz. Patient blutet, aber ansprechbar. Da noch unklar ist, wie schwer der Patient verletzt ist, fahren die beiden mit Blaulicht und Martinshorn. Wir haben natürlich eine Einsatzmeldung und wissen, wir haben so ein Schlagwort. Aber letztlich, was ihn erwartet, wissen wir nie. Wir wissen die Umstände nicht, wir wissen nicht, was kommt für ein Patient. Ist er aggressiv, ist er nicht aggressiv, wie ist überhaupt die Situation? Also ist schon immer sehr spannend, bis wir dann tatsächlich dann auch da sind. Also Spaß macht einfach, dass der Rettungsdienst so individuell ist, dass nicht jede Minute die gleiche ist, nicht jeder Tag der gleiche ist und dass jeder Einsatz anders ist. Das ist einfach nicht stupide ist, sondern einfach immer wieder was Neues. Hallo. Nach knapp 10 Minuten erreichen sie den Einsatzort. Der Verletzte erwartet die beiden. Den Notruf setzte er selbst ab. Sie sind der Herr? Okay, das ist der Herr Wild. Hallo. Herr, was ist passiert? Ja, ich wollte absteigen und in eine Apotheke gehen. Ja? Ja, bin hier hängen geblieben, so rübergefahren, irgendwo hier, alles hier abgerissen. Hier, im Stehen runtergefallen? Ja, so nach vorne gekippt und dann abgerissen. Am Pedal hängen geblieben? Genau. Haben Sie sich noch woanders verletzt? Nee. Darf ich Sie trotzdem kurz mal untersuchen? Womit? Mit meinen Händen. Ja. Einfach nur gucken, dass man wirklich nichts übersehen. Wenn irgendwo was wehtut, dann sagen Sie Bescheid. Ich bin ja nicht gefallen. Nee, ich bin nur so. Da tut nichts weh? Nein, an der Wirbelsäule? Nein. Okay. Also jetzt nur hier die Ablederung am Bein. Das hat hier abgerissen. Das hier. Okay. Das die Haut, das sieht alles so schlimm aus. Und ich nehme Blutverdünner. Was nehmen Sie denn? Ja, der ARC, das halt 100. ARS. Ja, okay. Okay. Das nicht der Welt. Gut. Dann machen wir da mal gleich. Wenn Sie ein bisschen sauber machen, Verband dann ist es schon gut. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Wir sind aus Köln. Ich bin nur aus dem Rheinland. Ah ja. Ah, das ist dann überall runtergelaufen. Ich habe da mit den Händen auffangen wollen, aber ich habe es nicht geschafft. Das sagt man doch im Rheinland, oder? Da hätte noch immer gut gegangen. Ja, genau. Haben Sie irgendwelche Allergien? Nee, nichts. Nix. Was nehmen Sie denn noch außer das ASS? Was ich gerade hier abgeholt habe, kann ich Ihnen zeigen. Okay. Das läuft für das Herz oder irgendwas. Okay. Ich habe einen Stent, ich bin vor 2 Jahren und seitdem geht es mir blendend. Stent. Okay, warum haben Sie den gekriegt? Haben Sie wir waren dazwischen, wir waren nicht fit genug. Beim Rappenstein, da war ich mal kaputt und so. Okay. Beim Tennisspiel war ich mal schnell müde. Und dann habe ich einen Stent, ich bin noch nicht seitdem geht es mir blendend. Okay. Haben Sie sonst noch irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, nichts. Bluthochdruck, Diabetes? Immer gut. Okay. Kein Herzinfarkt gehabt, kein Schlaganfall, nichts. Gut, okay. Sie können loslassen. Ja. Da machen wir auch noch was drauf. Ja. Blutet jetzt halt ziemlich hier, gell? Ja. Durch das ASS vielleicht auch. Ja, genau, das ist so. Genau. Aber immer, wenn wir mit dem Stoß und so. Ja. Vielleicht blaue Flecken. Blaue Flecken und so, ja. Sie sind wahrscheinlich im Urlaub hier? Nee, ich wohne seit 12 Jahren. Ah, okay. Ich bin echter Wasserburger. Echter Wasserburger. Echter Wasserburger. Dass man da einfach die Wunden versorgt. Tetanusschutz? Ja. Wie alt ist der? Der ist noch neu. Nagelneu? Ja. Dieses Jahr? Ja. Okay. Ja. Okay. Da der Mann ein blutverdünnendes Medikament nimmt, wollen die Sanitäter ihn vorsichtshalber mitnehmen. Bitte sehr. So, dann dürfen Sie genau einmal da Platz nehmen. Da haben wir nur einen Blutdruck. Er wird zur Versorgung ins Krankenhaus nach Lindau gebracht, Wundversorgung. Und dann darf er auch gleich wieder nach Hause. Ja, genau. So, ich kann die ganz bequem hier hinlegen. Notaufnahme, Karin hier. Hallo Karin, die Desi. Hi. Wir würden euch einen
70-jährigen Herrn bringen, der ist beim Absteigen vom Fahrrad an der Pedale hängen geblieben, hat jetzt Ablederungen am Unterschenkel bei AS 100 Einnahme. Zur Wundversorgung. Viermal geimpft. Perfekt. Perfekt. Ach, die Karte wäre auch doch. Die geben am Krankenhaus ab, dann kriegst du dann von der Schwester im Krankenhaus wieder. Während der Fahrt ins Krankenhaus bleibt Desiree Zindrich beim Patienten. In der Notaufnahme übergeben sie ihn in die Obhut der Fachärzte. Die kümmern sich jetzt um das Wohl des Patienten. Für gewöhnlich endet damit der Einsatz von Desiree Zindrich und Aaron Wild. Sie sind nun frei für den nächsten Notfall. Der lässt nicht lange auf sich warten. Jemand löste einen Hausnotruf aus. Patienten, die zum Beispiel sturzgefährdet sind, tragen hierfür ein spezielles Armband mit Notrufknopf. Der Hausnotruf meint, der Schlüssel wäre bei Ihnen auf der Wache. Jedoch, Sie haben keine Schlüsselnummer. Ja, dann. Ja, bringt uns leider auch nichts. Wie kommen wir dann in die Wohnung rein? Ja, das haben wir so auch gesagt. Die haben den Sohn erreicht, der kommt auch vor Ort. Hier muss es ja sein. Ja, aber da ist kein Eingang, da gibt es keine Klingeln, keine Briefkästen, nichts. Das bleiben wir mal hier stehen. Ja, warte mal hier. Ich frage jetzt mal da drinnen nach, was die Nummer 8 ist. Es kommt natürlich auch irgendwie immer sehr doof, wenn der RTW mit Blaulicht dann die Straße hoch und runter fährt, irgendjemand raussteigt und an den Hausnummern guckt oder nach Hausnummern sucht. Bei diesem Gebäude war es das Problem, dass nirgends die Hausnummer dran stand. Hallo. Hi. Was seid ihr denn für eine Hausnummer? Das ist hier alles die 8. Wo müsst ihr denn hin? Wir müssen zu Wohnungen rein. Wo sind denn Eingänge für Wohnungen? Welche Hausnummer? 8. Wir haben da vorne Wohnungen, wenn ihr die Treppe hier hochgeht. Ist das auch noch 8? Ja, das ist alles 8 hier. Das ist auch die 8. Also hier rüber kommt man in Wohnungen rein? Ja. Da oben sind die Klingeln. Oder hier. Ah ja, hier steht auch der Name. Okay. Okay, wir haben es gefunden. Danke. Nimmst du noch einen Rucksack, einen Koffer mit? Wohin? Ja. Ist im Moment komplett unklar, weil wir nicht wissen, wo die Hausnummer ist oder wo der Patient ist. Aber ich glaube, die Kollegin hat es gefunden. Der Sohn ist schon da, weil wir keinen Schlüssel hatten. Jetzt schauen wir mal, was da vor Ort ist. Sind wir hier richtig? Hallo. Auf jeden Fall okay. Hallo. Hallo. Und Wild vom Rettungsdienst. Ja, hallo. Was ist passiert? Ja, ich bin gestolpert auf den Waschbetonplatten. Okay. Und dann falle ich da hinten und komme nicht mehr hoch. Ich kann nicht mehr hoch, weil ich mit meinem Übergewicht, ich komme nicht hoch. Tut Ihnen jetzt gerade was weh? Nee, im Moment nicht. Nee. Aber wenn ich mich nachher so drehe, dann habe ich da einen Krampf. Ein Krampf? Komme ich auch nicht hoch. Jetzt habe ich mich schon da vorgerobbt. Okay, wollen wir es mal zusammen versuchen aufzustehen und zumindest mal aufs Sofa, oder? Ich sage bloß auf die Füße. Ach so, ja. Die Füße wollen wir dazu? Ah, Knüppeldehm und Lymphedehm. Ja. So, jetzt im Stande? Jetzt ist super. Jetzt ist super, also. Ja, jetzt zittert halt ein bisschen an den Füßen, ja. Aber sonst. Laufen Sie mal zu mir her. Ja, setzen wir uns gleich mal irgendwo da drinnen hin. Ich kann ohne Rollator nicht laufen. Genau, wir sind jetzt Ihr Rollator. Ja, genau. Ist ja nett. Moment, Sie nach, setzen Sie da her? Setzen Sie jetzt da her. So. Sie sind rückwärts einfach so wie ein Marienkäfer. Nein, ich bin vorne hin. Okay. Jetzt, aber ich hab eigentlich hab man nichts. Haben Sie sich abfangen können? Nee, ich bin direkt auf die Platten auf und dann habe ich gedacht, es ist gar nicht so schlecht. Da habe ich ja gleich den Strandkorb und kann mich wieder hochziehen. Ja. Aber Sie sind jetzt nicht mit dem Kopf auf die Platten. Nein, da konnten sich nur. Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal und wenn irgendwo was wehtut, sagen Sie Bescheid, gell? Ja. Doch? Nee. Doch? Da auch nicht. Okay, das L-Thyroxin nehmen Sie. 200 und dann Aspirin. Ich schaue schon immer, dass ich laufen tue mit meinem Wohnungsrollator auch und drauf hier draußen habe ich auch einen. Das Übergewicht der Dame ist krankheitsbedingt. Alles Gute für Sie. Vielen Dank. Gell, man hat es gut. Ja. Tschüss. Einsätze mit übergewichtigen Menschen sind oft kompliziert. Also bei der Frau, die hätten wir jetzt aus der Wohnung rausgebracht. Aber natürlich, es gibt schon auch Fälle, wo es dann einfach nicht mehr geht, weil kein Aufzug da ist, sonst was, man muss es einfach nicht mehr schaffen. In so einem Fall hätte es ja heute super funktioniert mit dieser Dachterrasse.
dass man dann da mit der Feuerwehr zusammen und mit der Drehleiter jemand über den Balkon mit der Drehleiter nach unten bringt. Jetzt geht es für Desiree Zindrich und Aaron Wild zurück zur Rettungswache.